ist richtig kurz davor, richtig heiß zu werden, habe ich das Gefühl. Deshalb planen wir heute zusammen Outfits. Ich sage euch meine Sommer-Must-Haves, egal ob es um Bikinis, Kleider, Röcke, kurze Hosen, alles geht. Und wir probieren sogar noch ein paar kleine Sachen an, die ich mir in den letzten Wochen gekauft habe, weil für mich geht es ja dieses Jahr richtig, richtig, richtig weit weg ans andere Ende der Welt. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt dran, weil ich fange jetzt an mit dem Video. Let's go! Und zwar habe ich tatsächlich noch ein paar Teile, die ich euch gar nicht auf diesem Kanal gezeigt habe. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit denen an, weil darauf sind die meisten Leute immer am meisten gespannt. Ich kann es total nachvollziehen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich so gekauft habe und wie ich mir vorstellen kann, das anzuziehen. Erstmal gehört der Rock, den ich jetzt gerade trage, auch dazu. Aber darum geht es gleich. Ich stehe einfach gleich auf und dann filme das nochmal anders. Deswegen, ich zeige euch jetzt erstmal die anderen Sachen. Und ich hoffe einfach, dass das ganz, 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 ganz schnell geht. Erstmal haben wir hier so ein mega niedliches alt-rosa Top. Aber ich kann mir das mega schön mit einem Bikini drunter vorstellen, wenn man so vom Strand zurückkommt. Oder wenn man einfach so in der Stadt rumläuft, wenn es irgendwo super warm ist. Und ich liebe das, weil das hier oben ist so richtig schön. Spitze und sowas finde ich sehr Chefskiss. Danach kommen jetzt drei Tube Tops. Ja, ich weiß, ich bin guilty. Ich liebe Tube Tops. Ich habe Tube Tops schon letzten Sommer die ganze Zeit gerockt, aber ich brauche einfach noch mehr. Und deshalb habe ich mir drei Stück geholt. Einmal in Gold. Das nächste ist schwarz. Das ist genauso wie das goldene, nur halt in schwarz. Und wisst ihr, was mich nervt? Diese Dinger. Ich weiß, die sollen mir eigentlich nur das Leben leicht machen, damit ich es gut in meinem Schrank aufhängen kann. Aber ich hänge es ja eh nicht auf. Ich tue die ja einfach unten in meine Schublade und dann klappe ich die zu. Ich brauche das nicht und das nervt mich. Und immer muss ich es rausschneiden und dann vergesse ich es und dann gucken die ganze Zeit raus. Anyways, ich habe das gleiche auch nochmal in Silber. Ich habe also einmal komplett bei allen Farben zugeschlagen, damit wir die richtig gut stylen können. Und dazu habe ich natürlich auch noch Unterteile gekauft. Was wäre Mats ohne einen passenden Rock dazu? Den zeige ich euch jetzt. Ich habe mir so vorgestellt, man könnte doch dieses Silberne mit einem schwarzen Rock kombinieren. Und das Schwarze mit einem Silbernen. Und dann würde man so zusammen matchen. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Aber wenn ich es, glaube ich, jetzt anziehe, versteht man diese umgekehrte Vision besser. Also, let's try it on. Okay, einmal ganz kurz dieses Outfit. Ich habe es euch ja gerade gesagt, ich finde den Rock total süß. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich den ganz genau so stylen würde mit dem Oberteil. Das ist jetzt einfach nur angezogen fürs Video. Ich bin ganz ehrlich, vorhin hatte ich eine Jeans an. Aber ich wollte in diese Sommer-Vibes kommen und ich finde es eigentlich ganz niedlich. Was sagt ihr? Okay, also ich glaube, ihr versteht jetzt schon meine Vision. Und es sieht so krass aus. Ich freue mich schon, das zu rocken. Also ich glaube, so das zum Abend rausgehen, zum Essen gehen, zum einfach den Sommer genießen, ist mega, 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 mega schön. Ich freue mich schon so sehr, das hier zu rocken. Jetzt bestimmt, wohin es geht. Und das sage ich euch, wenn ich die zweite Version hiervon anhabe. Second Outfit. Es sieht einfach schön aus, genauso wie das andere auch. Und ihr wollt jetzt bestimmt wissen, wohin fährt die Mats denn? Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Und zwar geht es für mich nach Japan. Und ihr denkt jetzt, Japan ist doch nur große Städte, Tokio. Aber falsch gedacht, es gibt noch einen Ort in Japan, den ganz wenig Menschen kennen. Und das ist ganz unten im Süden von Japan. Ihr könnt das mal googeln. Das heißt Ishigaki. Ich schreibe es hier hin, wenn ich Lust habe und wenn ich nicht zu faul dazu bin. Aber genau dahin geht es für mich. Das ist einfach so eine mega krasse tropische Insel. Und da sind Fische, da sind Schildkröten, da sind Mantarochen, da ist alles, was im Korallenriff so rumkraucht und ich freue mich so sehr darauf. Ein bisschen Party machen und einfach den Sommer genießen und es sind einfach nur noch 4 Wochen bis dahin. Deswegen, ich bin so aufgeregt und ich hoffe, euch gefallen diese Outfits. Okay, also nachdem wir jetzt das geklärt haben, möchte ich euch meine Must-Haves zeigen, beziehungsweise alles, was ich krass finde. Alles, wonach dieser ganze Sommer sich so ein bisschen richten soll, weil ich mir vorstellen kann, das könnte gut aussehen. Okay, let's talk. Ich habe extra Bilder bearbeitet, also wirklich einzelne Sachen rausgesucht und die dann zu Outfits zusammengestellt. Das habe ich noch nie so für ein Video gemacht und das hat auch mindestens, ich glaube, 2 Stunden gekostet. Deswegen, bitte lasst es worth it sein. Guckt euch jetzt meine Creations an, weil da ist so viel Mühe und Arbeit reingeflossen und ich muss die jetzt mit der Welt teilen, weil ich habe mich gefühlt wie so ein Personal Stylist, als ich das alles rausgesucht habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem allerersten Banger. Und zwar ist das eine kurze Mini-Hotpant und ich liebe ja solche kurzen Hosen. Davon habe ich, glaube ich, noch mehr in dieser kleinen Outfit-Inspo für euch. Dazu, ihr wisst, ihr habt es gerade gesehen, ich bin ein Tube-Top-Lover. Ich liebe Tube-Tops. Absoluter Fan davon. Und darunter, ihr seht da schon so ein bisschen, da guckt so ein kleiner Bikini raus und das liegt daran, weil ich es genauso stylen würde. Hätte ich genau die Sachen, die auf diesem Bild sind, vielleicht können wir die noch so nachshoppen. Vielleicht mache ich da noch so ein zweites Format raus. Dann würde ich die 1:1 so anziehen, weil es sieht einfach krass aus. Es sieht schon cool aus so, obwohl das nicht mal ein richtiger Mensch trägt, sondern einfach nur die, Umrisse von den Sachen sind. I love it. Dazu kann ich mir halt mega gut eine Pilotenbrille vorstellen. Also generell solche Pilotenbrillen finde ich sind sowieso irgendwie voll im Trend, habe ich das Gefühl, dieses Jahr. Und ich finde, die machen auch immer so eine relativ gute Gesichtsform. Deswegen bin ich da ein ganz großer Fan eigentlich von. Natürlich nicht fehlen darf, jedes deutsche Essential. Also wenn man das nicht hat, wenn man deutsch ist, dann ist man nicht wirklich deutsch. Ihr braucht ein paar Birkenstocks. Aber können wir uns streiten, wie wir wollen. Wir können sie hassen, wie wir wollen. Weil ich finde sie auch eigentlich
Eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind die Schuhe schon endhässlich. Aber ich finde, das ist so ein perfekter Sommerschuh. Ist einfach so Slip-In und man kann ihn perfekt tragen. Was nicht fehlen darf, goldene Jewelries. Ich liebe goldenen Schmuck momentan. Ihr seht, ich habe eine goldene Kette, ich habe ein goldenes Armband, ich habe zwei goldene Ringe. Habe ich sehr gut aufgezählt. Mein Next Fit, dieser Fit ist so ein bisschen more casual. Den würde ich so tragen, wenn man so in die Stadt geht. Also ich finde die Sachen super süß zusammen. Normalerweise würde ich niemals pink, weiß und schwarz zusammen kombinieren. Aber ich habe es mal so getan. Ich wollte sehen, wie das geht. Übrigens, falls ihr das so recreaten wollt mit euren eigenen Outfits, die App heißt Shuffles. Das ist eine Pinterest-App. Ist absolut gar keine Werbung dafür. Ich habe die einfach selber gefunden und ich benutze die immer, um mir so Outfit-Inspo zu erstellen. Genauso wie heute. Und dann sucht ihr einfach oben euren Suchbegriff und dann kommen ganz viele Bilder davon. Dann könnt ihr das so alles in dieses Bild einfügen und dann kommt ihr euch vor wie der größte Photoshop-Boss. Und das zweite ist, es macht einfach ultra Spaß. Man kann sich so das Outfit zusammenstellen. Sieht dann am Ende, sieht es gut aus oder nicht. Anyways, dieses Outfit finde ich total süß. Ich liebe Miniröcke diesen Sommer. Und außerdem Alexander McQueen finde ich ist ein mega, mega, mega cooler Schuh. Und ich überlege mir, ob ich mir den hole oder Valentinos. Aber generell mit dieser Tasche mit dem Rode Lip Balm. Ich brauche, glaube ich, auch so einen. Und diesen mega, 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 mega süßen Claw Clip sieht das Outfit einfach schön aus. Next. Das hier ist so ein bisschen green. Adidas Campus, mega, mega cooler Schuh. Bereue ich so ein bisschen, dass ich mir den nicht gekauft habe. Aber ich finde, jetzt ist für mich persönlich so ein bisschen zu spät, den zu kaufen, weil ich so das Gefühl habe, dass bald so der nächste Trend bei Schuhen losgeht. Und ich bin ja generell so ein Schuh-Girlie. Also ich habe es irgendwie mit den Schuhen. Oberteil, glaube ich, so ein ähnliches gibt es bei Hollister. Und diese Röcke gibt es ja sowieso momentan überall. Also egal, ob ihr die jetzt bei Design by C oder bei Meet Me There bestellt, es gibt diese Röcke überall und die sind richtig schön. Die Tasche ist mega, mega teuer, aber es gibt bestimmt davon irgendwelche Dupes. Und wenn ihr so einen Sommerurlaub fahrt, dann gibt es bestimmt auf Märkten. Gibt es die sowieso überall. Aber ich glaube, die Tasche heißt eigentlich Stella McCartney Tasche. Und ich fand das einfach mal ganz süß, so ein Outfit in so Grey zu stylen. Ja, fand ich ganz cool. Das, oh mein Gott, das ist, glaube ich, mein Lieblingsoutfit. Das hier ist so krass. Alles liebe ich an diesem Outfit. Es ist fast so ähnlich wie das allererste, was ich euch gezeigt habe. Mit dem Blau, nur dass es rosa ist. Und ich liebe es. Ich liebe es, wie der Bikini da so rausguckt. Ich liebe die Kette mit den anderen beiden Blumen, die daneben sind. Und ich liebe diese zerfranste Mini-Hotpants. Und wenn ich nicht so eine habe für den Sommer, dann ist mein Sommer vorbei. Dann ist mein Sommer gelaufen, weil ich brauche genauso eine. Converse High Top weiß ich gar nicht ganz genau, warum ich die dazu gemacht habe. Aber ich habe mir das so cool in meinem Kopf vorgestellt. Wenn man so getannt ist, wenn man so aus der Sonne rauskommt und wenn man die dann so anhat und durch die Stadt läuft. Und dann einfach noch so ein Stückchen größer ist dadurch. Ich glaube, es ist einfach mega unpraktisch nach dem Strand. Weil nach dem Strand, man möchte einfach nur Flipflops anziehen oder die hässlichen deutschen Birkenstocks und dann zum Hotel oder zur Ferienwohnung zurücklaufen. Aber in meinem Kopf sah es richtig cool aus. Und die Goya-Tasche ist sowieso Chefskiss. Wäre die nicht so teuer, hätte ich die mir schon lange, lange, lange geholt. Hey, letztes Outfit für heute. Und zwar ist das dieses krasse Hermes-Outfit. Ich weiß auch nicht. Ich wollte ein Outfit so einer Luxusmarke widmen und da habe ich mir das hier überlegt. Ich habe da einfach diese Hermes-Slippers, das hellrosan Schuhe da. So eine richtig schöne Beachbag, also wo man auch seine ganzen Strandsachen reintun kann. Generell sind das irgendwie alles so ein bisschen Strand-Stadt-Outfits. Also jetzt nichts besonders hochgestyltes. Wobei ich fand, dass die Röcke am Anfang so ein bisschen partymäßiger waren. Jetzt ist wirklich casual, super schön, super strandmäßig und einfach perfekt für den Sommerurlaub, finde ich. Dieses Sol de Janeiro Body Spray. Ich liebe Body Sprays. Und ich weiß noch, wo die mir mein Body Spray, was ich mir in Amerika gekauft habe, mein schönes Victoria's Secret Body Spray im Londoner Flughafen geklaut haben. Die haben es einfach weggeworfen und Amerika hat es keinen gejuckt. Und jetzt juckt sie alle in London. Das hat mich so aufgeregt. Das hat mich so aufgeregt. Naja, Girls, wir haben hier auf jeden Fall noch ein Hermes-Armband. Also nicht ich habe das jetzt, sondern auf dem Bild ist das. Und eine Hermes-Kette und es sieht beides. Ich weiß überhaupt nicht, von welcher Marke dieses Kleid ist. Also falls ihr mir da helfen könnt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde diese Art von Kleider mega, mega, mega schön, aber ich weiß nicht, wo man die kaufen kann. Auf jeden Fall habt ihr jetzt meine Summer-Inspo gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch auch so ein bisschen inspirieren, beziehungsweise ich hoffe, ich konnte meine Gedanken mit euch teilen. Bis hin zu meinem Urlaub wird es immer konkreter mit den Sachen, die wir mitnehmen, mit den Sachen, die ich noch extra dafür kaufen werde, mit den Sachen, die ich vielleicht schon in meinem Schrank habe, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, dass ich sie, weil ich einfach manchmal den Überblick verliere. Und ich schicke euch jetzt zum Outro. So, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonnieren auch nicht vergessen, beziehungsweise mein Video von allen, wie ihr es geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Kakao. Love you.